Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Im letzten Patch wurde diese Waffe hier extrem gebufft und ich dachte mir, ich zeige euch einmal, wieso die Waffe jetzt hier richtig, richtig stark ist. Und bevor ich euch alles zeige, natürlich wie immer erstmal an meinem Lieblingsgegner hier kurz den Schaden zeigen, ohne Buffs. Also ist mit Buffs nochmal sehr viel mehr. Das ist übrigens Morgoths verfluchtes Schwert, leider nur auf plus 9. Ich habe keinen uralten Drachenstein mehr. Und ich konnte mir jetzt auf die Schnelle auch keinen besorgen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch einmal mit Buffs und dann gehen wir rein in die Analyse. Ich kann euch schon mal verraten, in der Arznei ist Feuerschaden hoch. Flamme gibt mehr Kraft und goldener Schwur bringt einiges. Und dann einfach nur L2 spam. Und das war's. Also das Geile ist, Blutung, Feuer, viel Poison Damage und allgemein starker Damage. Und dazu richtig schnell eine gute Kombination. Wir könnten es vielleicht sogar noch stärker machen. Ich bin weit entfernt, dass ich es perfekt habe. Also Geschicklichkeit habe ich gerade mal auf 50, Arkan auf 40 und Stärke. Ja, Stärke ist gut, aber Arkan und Geschicklichkeit, da würde noch was gehen. Und ich könnte hier natürlich auch den Feuertalisman nehmen. Dann würde ich nochmal mit dem L2-Angriff ein bisschen mehr Schaden machen. Aber gut, gehen wir jetzt mal in die Analyse. Was braucht ihr für diese Waffe? Also Morgoths verfluchtes Schwert bekommt ihr logischerweise von... Natürlich vom Morgoth, also von der Seele von Morgoth, die müsst ihr dann eintauschen bei Enya. Und ja, also die braucht ihr auf jeden Fall. Hat ein gutes Scaling auf Geschicklichkeit. Dann, weil es macht 78 Blutverlust, natürlich wahre Maske. Dann nehme ich neuerdings immer ein Ritualschwert-Talisman. Da könnt ihr aber auch was anderes zu nehmen. Ich finde den immer ziemlich cool. Jubel des Bluts natürlich wegen der Blutung. Und Scherbe von Alexander. Wegen der L2-Attacke. Und wie gesagt, hier könntet ihr natürlich auch nochmal ein bisschen mehr auf Angriff gehen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut so. Ja, das Geile ist halt, dass die Waffe, die wurde komplett gebufft. Flamme gibt mir Kraft, stärkt euch ja nochmal. Und das Ganze ist halt hier auch nochmal so ein, ist halt ein Feuerangriff. Und der Poise ist da. Und da war auch die Blutung. Es ist geil. Sobald ihr einmal die Blutung auch habt, ne, dann werdet ihr durch Jubel des Blutes ja nochmal stärker. Ach, es ist einfach crazy, der Schaden. Also es ist nicht nur der Schaden, der ist nicht so übertrieben krass. Aber das ganze Gesamtpaket, ne, mit dem Feuerschaden, der Blutung. Und dem Blutfluchschnitt. Bam. Also Leute, probiert die Waffe einfach mal selber aus. Seit dem Update, seit dem neuesten Update, ist die Waffe extrem, extrem gebufft worden. Und es ist wirklich das Gesamtpaket, ne? Ihr habt Blutung, ihr habt Feuer, Arkan, Geschicklichkeit, Stärke, also drei Attribute, womit es scaled. Keine hohen Anforderungen. Also Leute, probiert diese Waffe unbedingt aus. Und ich will gar nicht wissen, wie stark die Waffe ist, wenn man die perfekten Werte hat, die Waffe auf plus 10 hat. Kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal viel mehr reinhaut und vielleicht sogar nochmal ein Tausender mehr Schaden macht. Ich denke mal, ich muss nicht erklären, wo ihr Morgoth findet und somit auch nicht, wie ihr die Waffe findet. Und während ich hier jetzt weiter zum Feuerriesen laufe, noch eine kleine Frage meinerseits. Ich habe eben versucht, den Wrong Warp zu machen.
Richtung Forum Azula. Hat aber nicht geklappt. Also entweder bin ich komplett eingerostet oder der wurde gepatcht mit dem letzten Update. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Das würde mich extrem interessieren. Und dann würde ich sagen, war es das für das Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich liebe es, eure Kommentare immer zu lesen. Und dann lasst sehr gerne ein Like auf dem Video da, wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt. Es wurden einige Waffen gebufft im letzten Patch und da wollte ich auf jeden Fall noch ein paar vorstellen. ROB und Morgoths Waffe habe ich ja jetzt schon gezeigt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.